Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge unseres TV38 Entscheider Talks. Hier sprechen wir ja mit Menschen aus unserer Region, aus unserem Sendegebiet, die mit ihren Teams dafür arbeiten, sich engagieren und auch entscheiden, was in unserer Region passiert. Heute zu Gast sind gleich zwei Entscheider vom Regionalverband Großraum Braunschweig. Herzlich willkommen, Verbandsdirektor Ralf Sügosch, und herzlich willkommen, Verbandsvorsitzender Detlef Tanke, hier beim Bürgerfernsehen TV38. Wir freuen uns. Vielen Dank für die Einladung. Ja, herzlich willkommen. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen, Herr Tanke und Herr Sügosch. Sie vertreten eine wichtige Institution in unserer Region. Zu Ihrem Verbandsgebiet zählen 8 Städte und Landkreise. 80 Mitarbeiter kümmern sich um Themen wie zum Beispiel den öffentlichen Personennahverkehr. Allerdings ist weiten Teilen der Bevölkerung die Arbeit des Regionalverbands nicht so vor Augen, nicht so bekannt. Ärgert Sie das manchmal, Herr Tanke, und können Sie erklären, woran das liegt? Also wir wünschen uns natürlich, dass wir wahrgenommen werden mit unseren guten Entscheidungen für die Region. Aber wir sind natürlich weiter weg von den Menschen als übergeordneter Verband von 5 Landkreisen und 3 Städten. Die Menschen gucken ja auch eher auf ihren Landkreis, ihre Kreisstadt oder in ihrer Stadt, fühlen sich heimisch und wohl und kennen die Ansprechpartner. Wir sind immer ein Gesicht für 8 Gebietseinheiten und deswegen ist das schwieriger. Wir versuchen aber, das, was wir tun und machen, öffentlich auch darzustellen und wahrnehmbar zu sein. Das ist aber eine ständige Aufgabe. Ich darf mal ein Beispiel geben. Wir haben einen Solardachatlas im Internet eingestellt. Das wissen ganz viele Menschen nicht, dass wir so etwas Gutes machen. Das ist schade, weil sie selbst für ihr Haus einiges an Energieeinsparungen machen könnten. Deswegen nutze ich heute mal die Gelegenheit, beispielsweise darauf hinzuweisen. Ist das der Atlas, bei dem man schauen kann, in welche Richtung man auf seinem eigenen Dach die Solarpaneele aufsetzen kann und soll? Da ist bei mir zum Beispiel der Eindruck entstanden, dass das eine Erfindung der Stadt Braunschweig ist. Ah ja, das ist hochinteressant. Aber für die Menschen ist das, glaube ich, nicht so entscheidend, welche Institution das gerade gemacht hat, sondern dass etwas Gutes gemacht wird. Wir freuen uns natürlich, wenn wir natürlich mit guten Sachen auch entsprechend identifiziert werden. Sie haben im Vorgespräch, Herr Tanke, einmal erzählt, dass der Regionalverband einzigartig ist in Niedersachsen. Da gab es eine gesetzliche Regelung, die dazu geführt hat, dass der Verband gegründet wurde. Können Sie mal kurz erläutern, wie das Ganze zusammenhängt und was Gerhard Lugowski damit zu tun hat? Es gibt immer Menschen, die stärker regional zusammenarbeiten wollen, während andere lieber die eigenständige Entscheidung in ihrem Landkreis oder ihrer Stadt haben. So war das auch in der Region. Und es gab auch übrigens ein Hin und Her. Wir haben 1978 für 3 Jahre schon mal einen Regionalverband gehabt, der dann aber wieder aufgelöst worden ist, weil der Druck aus den Landkreisen und Städten so groß war, es alleine besser machen zu können. Trotzdem hat es diese Diskussion über Jahrzehnte in der Region Braunschweig immer gegeben. Und das hat am Ende dazu geführt, dass eine Mehrheit hinter Gerd Lugowski stand, der als Innenminister die Initiative ergriffen hat, einen solchen Regionalverband zu gründen. Und der ja auch aus der Region kommt. Der auch aus der Region kommt. Gerd Lugowski ist, auch wenn er Braunschweiger Oberbürgermeister war, immer auch ein Kind der Region, des Braunschweiger Landes, wie er gern betont. Und ich glaube, dass das aber auch eine Kultur ist, die in der Region Braunschweig vielfältig gelebt wird, dass man sich auch als Teil des Braunschweiger Landes versteht und nicht nur als Teil einer Gemeinde oder eines Landkreises. Ja, Herr Sügosch, wir haben es schon angetippt am Anfang. Sie sind ja als Regionalverband für ein Riesengebiet zuständig. Da gilt es, viele, viele Interessen unter einen Hut zu bringen. Wie leicht oder wie schwer ist das? Also grundsätzlich ist es, glaube ich, eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, diesen Interessensausgleich immer wieder hinzubekommen. Aber auf der anderen Seite ist es genau das spannende Thema. Und ich schätze es eigentlich sehr, dass wir als Regionalverband eben selbst keine eigenen Interessen vertreten müssen, sondern genau gerade diesen Ausgleich zwischen unterschiedlichen Akteuren, unterschiedlichen Nutzungsinteressen, unterschiedlichen Wünschen im Grunde genommen herstellen müssen. Und das macht ja auch die Aufgabe insgesamt so spannend. Es ist dann natürlich manchmal eher positiv und manchmal eher negativ zu betrachten, wenn wir dann natürlich Entwicklungen, Wünsche, neue Planungen oder Großprojekte positiv begleiten können. Schwerer wird es dann, wenn wir auch mal sagen müssen, an bestimmten Stellen gehen bestimmte Nutzungen nicht, weil dann bestimmte andere Nutzungsinteressen oder auch Themen der Daseinsvorsorge wie Erholungsbereiche, ich habe da Rohstoffsicherungsflächen drunter
oder Grundwasserschutzgebiete eben bestimmte Dinge nicht ermöglicht werden können. Das macht es dann schwerer, aber grundsätzlich finde ich, ist es eine sehr spannende Aufgabe und auch, glaube ich, eine sehr notwendige Aufgabe, dass man bei den immer größer werdenden Projekten auch zwischen Stadt und Land eine Institution hat, die dann weniger Eigeninteressen geleitet dann auch mal sagen kann, so zwischen den Interessen abzuwägen, ergibt dann für diese Lösung, für dieses Thema den Lösungsvorschlag oder die Entscheidung, mit der dann auch irgendwie alle leben können und auch leben müssen. Ja, da muss ja auch die Methodik immer gut funktionieren. Welche Netzwerkqualität muss der Verband und Sie persönlich da mitbringen? Also wir haben ja zum einen eine formale Aufgabe, so die Regionalplanung, wo wir über unseren Regionalplan, im Amtsdeutsch sage ich mal regionales Raumausprogramm, damit nennt sich das Instrument, erstmal schauen, wie sich die Region für alle Nutzungen in den nächsten Jahren entwickeln soll. Natürlich sind bei möglichen Weiterentwicklungen oder auch perspektivischen Entwicklungen, ob es im Energiebereich ist, in gewerblichen Bereichen oder ähnlichen, ist immer auch notwendig, dass man mit Wirtschaftsförderern, Oberbürgermeistern, Bürgermeistern oder auch den Institutionen wie IHK immer im Austausch steht, sich regelmäßig trifft und auch mal schaut, wo da bestimmte Entwicklungen vielleicht ja, in Vorbereitung sind oder vielleicht mal ein kleines Feedback oder eine Beratung geben kann, was geht und was vielleicht schwerer gehen kann. Insofern ist das Thema Netzwerke, Netzwerken arbeiten ein zentrales Thema bei uns und auch etwas, was man in der Funktion, die ich dann habe, auch mögen muss, wenn man das nicht mag und auch im politischen Raum vielleicht mit Detlef Tanke. Ich glaube, dann ist man an der Stelle nicht richtig. Ja. Wir haben das Thema ÖPNV, öffentlicher Personennahverkehr, schon angeschnitten. Lassen Sie uns da mal ein bisschen tiefer einsteigen. Unter anderem hat der Regionalverband ja beim Ausbau der Weddeler Schleife mitgewirkt. Das ist ein Projekt, das sich über viele, viele Jahre gezogen hat. Andere Länder außerhalb der Bundesrepublik sind bei solchen Projekten wesentlich schneller in der Umsetzung. Warum braucht es so lange bei uns in Deutschland, auch hier in der Region, um solche Infrastrukturprojekte umzusetzen? Warum geht das nicht schneller? Mhm. Die Weddeler Schleife ist nur ein spezielles Projekt. Ein spezielles Projekt dahingehend, dass da es eben keine Gleisverbindung zwischen Braunschweig und Wolfsburg ist, die nur für den Nahverkehr genutzt werden kann, sondern wo auch Güterverkehr und der Fernverkehr drauf laufen sollen. Und es insofern in Deutschland leider schwierig ist, diese Dreifachnutzung auch finanziell irgendwo abbilden zu können. Insofern gab es einen jahrzehntelangen, würde ich mal sagen, Streit fast oder Berechnungen, wie meinetwegen das Thema Nahverkehr, Güterverkehr und Fernverkehr das Thema auch finanziell gemeinsam stemmen können. Es wurde dann glücklicherweise nach vielen Jahren eine Lösung gefunden. Aber wenn ich dazu nochmal die vorangegangenen Planungsprozesse oder auch notwendigen Genehmigungen noch mit ins Feld ziehe, dann ist es schon in Deutschland so, dass wir schon ein sehr überbordendes Recht haben, Planung erstmal in die Gültigkeit zu bringen. Das merken wir nicht nur beim Thema Weddeler Schleife, das merken wir auch bei anderen Planungen, die wir machen. Dass es oft nicht daran liegt, dass wir nicht die Planung fertig haben oder wissen, wo was hin soll und wie es dahin soll, sondern wir dann in die notwendigen Verfahren, Abstimmungen und Beteiligung von allen möglichen Leuten, Institutionen gehen müssen, die so einen Prozess dann über Jahre verlängern können. Bei der Weddeler Schleife war es aber, glaube ich, in erster Linie ein Thema, wer kann diese gesamten Kosten tragen. Denn keiner der Beteiligten, weder wir für den Nahverkehr, noch der Fernverkehr, noch der Güterverkehr, der sagt, ich allein brauche die Strecke. Und das war schlicht und einfach nicht vorgesehen, dass es da eine gemeinsame Lösung gibt. Die wurde aber glücklicherweise dann durch politische Unterstützung auf Bundes-, Landes- und auch auf der regionalen Ebene erreicht. Und ich war dann der Verbandsdirektor, der das Glück hatte, dann gemeinsam mit Herrn Tanke dann auch das Projekt dann letztendlich umsetzen zu können. Sigosch, es klang gerade bei Ihnen ein wenig Kritik an der Bürokratie, an der überbordenden Bürokratie in unserem Land an. Seitdem ich mich für Politik seit Jahrzehnten interessiere, wird versprochen, es wird Bürokratieabbau kommen. Stattdessen nimmt es immer weiter zu. Heute erst wieder hat unser Bundeswirtschaftsminister angekündigt, Bürokratie abbauen zu wollen. Vergangene Woche der Bundeskanzler, der nun auch schon seit vielen Jahren in der Bundesregierung ist. Frage geht vielleicht auch an Sie beide. Sie sind in Niedersachsens erster SPD-Generalsekretär gewesen, Herr Tanke. Wieso wird von der Politik immer wieder versprochen, dass der Bürokratieabbau kommt? Wieso passiert das nicht? Und zweitens, was würden Sie sich konkret als Regionalverband wünschen, wo Bürokratie abgebaut wird? Was hindert Sie am meisten? Wo sagen Sie, das muss endlich weg, damit wir schneller und besser werden? Ich würde Ihnen mal ein Beispiel geben für Bürokratieaufbau. Ich war 25 Jahre lang Bürgermeister und die ersten Grundstückskaufverträge waren 8 Seiten lang. Am Ende meiner Amtszeit waren sie 13 Seiten lang. Warum? Weil in der Bundesrepublik Deutschland vor allen Dingen durch Gerichtsverfahren detaillierte Vorschriften über Verfahrensabläufe
Also in dem Fall war das wie ein Grundstück, ein simples Grundstück, von der Gemeinde gekauft werden kann. Und wir sprechen von der Gemeinde Hillersee. Von der Gemeinde Hillersee, ja. Und solche Verfahrensvorschriften, die finden jeden Tag neu statt durch Gerichtsurteile. Und ich glaube, um mal auf uns zurückzukommen und auf Planverfahren überhaupt, dass man die Frage der Fehlerbeachtlichkeit senken muss. Also ich sehe das Problem... Können Sie das Wort mal definieren? Ja, mache ich gleich. Ja. Ich sehe das Problem vor allen Dingen darin, dass man detaillierte juristische Anforderungen, die jeden Tag mit dem nächsten Gerichtsurteil nochmal höher gelegt werden, berücksichtigen muss. Wenn man eine Ahnung... Also ist unsere Justiz Kern des Problems. So ist das. Und das ist die Frage der Fehlerbeachtlichkeit, wo die Politik auch mal beschließen muss, dass ein Verfahren trotzdem gültig ist, wenn, ich sage mal, bei 150 Aktenordnern ein Aktenordner 10 marginale Fehler enthält. Dass Richterinnen und Richter dann nicht die Gelegenheit haben, ihr müsst die Planung wiederholen und neu machen und dies und das, was zu der Länge von Verfahren da führt. Ist das eine überspitzte Formulierung von Ihnen mit den 10 Fehlern oder entspricht das tatsächlich auch? Ich kann es Ihnen im Detail nicht sagen, sondern es kommt ja schon auf die Art des Fehlers an. Aber mein Gefühl ist, beispielsweise auch beim Windenergieverfahren, beim vorherigen, das wir ja in Lüneburg verloren haben, es war völlig klar, dass wir als Verband das verlieren werden, weil keine Organisation in Deutschland ist in der Lage, ein komplexes Verfahren gerichtsfest sauber abzuarbeiten. Und da ist eben auch die Frage, ich habe das als Plädoyer vor dem OVG... Das ist erschreckend. Ja, es ist ganz erschreckend. Ich habe das als Plädoyer vor dem OVG gehalten, zu sagen, ob nicht das höherwertige Interesse in diesem Streitverfahren wäre, ein rechtsgültiger Beschluss, wo Windkraft in der Region Braunschweig entstehen kann oder nicht, oder ob dieser eine Fehler, der da drin war, so beachtlich ist, dass man das gesamte Verfahren kippen muss. Und das ist eben für mich die Frage der Fehlerbeachtlichkeit, diese Abwägung Richtern auch zu ermöglichen. Das muss stärker beschlossen werden. Und jetzt muss ich an einem Punkt sagen, dass das gerade in Bezug auf Wind diesmal auch besser geregelt worden ist vom Land Niedersachsen, weil in den Vorgaben für unser jetziges Aufstellungsverfahren geregelt ist, dass wenn wir, ich sage mal als Beispiel, 100 Standorte ausweisen und bei der Ausweisung eines Standorts einen Fehler gemacht haben, die anderen 99 gültig bleiben. Das war in der vorherigen Planung nicht so. Und von daher gibt es Lichtblicke am Horizont, aber ich würde mir wünschen, dass ein Lichtermeer am Horizont entsteht und diese Planungsverfahren noch mehr vereinfacht werden. Dann sind wir bei der Frage, wie viele gerichtliche Ebenen dürfen Antragsgegner in Anspruch nehmen. Da bin ich auch für eine Reduzierung. Und es muss auch die Frage erlaubt sein, wie viele Menschen, wie viele Institutionen in der Bundesrepublik das Recht haben sollen, gegen Verfahren zu opponieren. Und ich finde, da haben wir es etwas übertrieben mit der Frage... Letztlich zu viel Bürgerbeteiligung. Genau. Ich glaube, es geht ja dann, was Herr Tanke sagt, weniger um die Beteiligung. Ich glaube, was bei dem Thema Gerichtsverfahren eben eine Rolle spielt, ist, da man weiß, dass heute quasi jede Planung, jedes Verfahren, das man macht, beklagt wird, versucht man natürlich nicht im Grunde genommen hinsichtlich der Geschwindigkeit zu sagen, okay, das passt jetzt, die Planung funktioniert, auch wenn wir vielleicht mal irgendwo ein Dokument nicht an der richtigen Stelle ausgehängt haben, dann wird die Planung gültig bleiben. Da aber quasi jedes Verfahren vor Gericht landet und allein so ein formaler Fehler, ein Beschluss ist nicht rechtzeitig, meinetwegen in der Zeitung veröffentlicht worden, es gibt eine ganze Planung, versucht man es natürlich ganz perfekt zu machen, alle, damit der Fehler nicht passiert. Und das ist so eine Kette, die dann uns natürlich dann behindert. Und ich denke auch schon, wenn es um Planungen geht, sollte man sich schon überlegen, ob Planungen, die im allgemeinen gesamtgesellschaftlichen Interesse sind, irgendwo auch dann bei der Beklagbarkeit, dass da bestimmte Grenzen eingezogen werden. Dass man irgendwo sagt, okay, hier haben wir ein übergeordnetes Interesse, da muss dann auch eine gewisse Einspruchsmöglichkeit und Beklagbarkeit auch möglich sein, aber es sollte Grenzen haben. Und ich glaube, da ist momentan in der jetzigen Zeit so vieles möglich, dass Verfahren verzögert und behindert werden können, ja. Was uns immer wieder in die Rolle versetzt, dass uns natürlich dann vorgeworfen wird, ihr seid zu langsam, ihr seid zu bürokratisch, aber die Planung an sich, sage ich mal, steht und wir brauchen für die Verfahren unendlich lange und können dann im Grunde genommen fast schon mal überlegen, ob wir das, was wir vor 6, 7 Jahren vielleicht geplant haben, nicht mal neu machen müssten, weil sich die Zeit des Verfahrens schon die Rahmenbedingungen so verändert haben, dass vielleicht das eine oder andere nicht mehr passt. Aber es gibt noch ein paar andere Dinge.
Ich würde es beim Thema der Finanzierung sehen. Es hat sich so in den letzten Jahren entwickelt, dass wir für jedes Thema, für jedes Projekt, was wir haben wollen. Darf ich nochmal zur Allgemeinwohlorientierung? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist die Frage der Allgemeinwohlorientierung gegenüber dem Individualinteresse. Ja. Stärker in Richtung Allgemeinwohlorientierung abgewogen werden muss. Und das meinte ich mit der Frage der Beteiligung. Wo ist das Allgemeinwohlinteresse auch politisch vorher so definierbar, dass dieses Allgemeinwohl über dem berechtigten Individualinteresse steht? Und ich glaube, das ist so ein Problem in unserer Gesellschaft, der Spannungsfeld zwischen berechtigten Individualinteressen aus der Sicht der betroffenen Person, habe ich volle Verständnis für, aber der stärkeren Durchsetzung von Allgemeinwohlinteressen. Und dann würden wir, glaube ich, auch Planverfahren beschleunigen können. Ein anderes Thema, was uns betrifft und was ich schon seit vielen Jahren in meiner beruflichen Laufbahn kenne, ist, dass das gesamte Thema Finanzierung von Projekten natürlich herausfordernd ist. Also ich meine, wir haben bei uns selber im Verband die Situation, dass wir für den Schienenpersonennahverkehr beispielsweise Mittel vom Bund übers Land bekommen und können dann nach bestimmten Kriterien die Mittel auch entsprechend ausgeben und müssen das dann abrechnen. Der Weg für Projekte ist aber heute bei fast allen Themen so, ich muss in sehr aufwendigen Verfahren und sowas für Projekte, die vorbeschreiben, Gelder beantragen, mir dann eine Genehmigung holen, dass ich dann die Gelder für ein Projekt kriege, das dann aufwendig abrechnen. Also man gibt uns nicht einfach die Mittel, die wir vielleicht für bestimmte Themen mit bestimmten Zielen verwenden sollen und gibt uns dann die Möglichkeit, die relativ einfach und auch natürlich sachgerecht abzurechnen, sondern wir müssen für jedes Thema schon im Vorfeld wissen, was hat das genau für Wirkungen und Folgen und sehr komplexe, komplizierte Anträge formulieren. Und das bindet sowohl Zeit wie auch Personal und führt in Teilen, glaube ich, auch dazu, dass wir dann manche Projekte gar nicht machen können, weil wir nicht die Ressourcen haben, diese Bürokratie selbst zu durchlaufen, um für aus unserer Sicht notwendige Projekte und Themen dann überhaupt mit Mitteln von Bund, Land oder EU zu binden. Also dafür hat sich, glaube ich, eine Kaskade aufgebaut, wo ich mir wünschen würde, dass doch Bund, Land oder EU das Geld gleich an die Stelle unten im Bereich der Kommunen geben, das mit bestimmten Kriterien, Bedingungen und Auflagen versehen und dann sagen, okay, wenn meinetwegen Ziel ist, hier bestimmte Einrichtungen, Infrastrukturen zu bauen, dann habt ihr ein bisschen Rahmen, wie ihr das machen müsst und rechnet hinterher ab, dass ihr das gemacht habt. Wenn ich das richtig verstehe, Herr Sügisch, ist das ja auch gar nicht praktikabel, wenn Sie den Antrag stellen. Das dauert ja das Genehmigungsverfahren sehr lange. In der Zwischenzeit steigen die Kosten ja schon wieder. Dann können Sie ja schon wieder gar nicht korrekt abrechnen. Richtig. Und mittlerweile geht es so weit, dass wir sogar schon Schätzungen mit abgeben sollen für bestimmte Projekte, die sich bis die Genehmigung der Mittel da ist, die Kosten schon erhöht haben können. Wir diese Kosten steigen aber nicht mehr mit abrechnen können. Also insofern ist das eine Spirale, die die uns auch als öffentliche Institutionen selbst betrifft, weil wir natürlich auch von Mitteln Bund, Land und den Kommunen leben. Bei den Kommunen ist es logischerweise nicht so, da kriegen wir eine Umlage und müssen die Mittel dann zweckgebunden auch entsprechend ausgeben und nachweisen, wofür. Das ist auch völlig korrekt und richtig, aber diese Antragsverfahren für jedes Thema über mehrere Institutionen und sonstiges ist immer was beantragen zu müssen, erst auszurechnen, vorzumodellieren, macht das alles schon sehr, sehr aufwendig und komplex und zeitintensiv natürlich. Also, ne? Wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, was Sie beide gesagt haben, ist Bürokratie auch ein riesiger Kostenfaktor letztlich. Es hört sich ja, wenn davon gesprochen wird, im ersten Blick immer so an, als ob es nur Zeit sei, aber es steckt auch viel, viel Geld dahinter, das vernichtet also, wird. Ich sage mal, bei dem Thema Ausbau, Beauftragung von Schienenpersonennahverkehrsleistungen, sagen mir meine Kollegen, die schon länger dabei sind, das ist ein ähnliches Beispiel, wie es der Tanke hatte. Vor Jahren war so ein Vertrag ein paar hundert Seiten lang, heute ist er 3000 Seiten lang. Wir beschäftigen alle Rechtsanwälte, die die Leistung ausschreiben, sowohl auch diejenigen, die sich auf die Leistung bewerben, um eine Leistung von uns für den Betrieb des Endonetzes meinetwegen zu bekommen. Das sind sehr komplexe, aufwendige Verfahren, wo es sehr stark um Fehlervermeidung, um Rechtsrahmen geht, die dann auch entsprechend teuer sind und lange dauern und im Zweifel auch beklagt werden, weil wo es Gewinner gibt, gibt es dann auch Verlierer in dem Ausschreibungsverfahren. Und da muss man dann schon so sauber nachweisen können, dass man auch keinen formalen Fehler gemacht hat, dass die Verfahren immer komplizierter, aufwendiger und auch mächtiger werden, nenne ich es mal so rum. Und auch teurer natürlich. Wenn wir uns mal den Haushalt des Regionalverbands anschauen, können Sie grob über den Daumen schätzen, peilen, wie viel Geld sich einsparen ließe, wenn die bürokratischen Hürden, über die wir gerade gesprochen haben, gesenkt würden? Das könnte ich nicht einschätzen. Das sind bei uns aber nicht die Riesendimensionen, weil wir doch sehr viel Geld in den Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs direkt dann reingeben. Und ich habe also sehr gut ausgebildete Leute, die auch die Verfahren selber ausschreiben, die Verfahren selbst begleiten. Klar brauchen wir Anwälte. Das sind bei uns auch einige Hunderttausend im Jahr, die wir für anwaltliche Begleitung und ähnliche Dinge ausgeben müssen.
Ist aber in der Dimension, dass wir ein Budget oder ein Haushalt jedes Jahr von mittlerweile über 200 Millionen Euro haben, den wir den überwiegenden Teil in den öffentlichen Personennahverkehr reingeben, dann doch eher ein Bereich im ganz geringen einstelligen Prozentbereich. Also das ist jetzt nichts, wo wir geldmäßig, glaube ich, so dolle was sparen könnten. Bei uns ist es tatsächlich der personelle Aufwand, der dahinter steht. Und Sie können sich sicher vorstellen, wenn ich an die Politik rangehe und sage, aufgrund von komplexeren Verfahren brauche ich mehr Personal, hält sich die Freude in Grenzen. Sag ich mal so rum. Ne? So. Ja, ich habe daran aber tatsächlich gerade auch gedacht, Personal kostet ja auch Geld. Ja. Das muss ja einkalkuliert werden. Oder? Personalkosten ist eigentlich der größte Posten, ne, in so einem Haushalt. Ja. Oder? Nein, bei uns lange nicht. Nein, nicht am Regional. Also im Regionalverband ist unser Personalkostenanteil am Budget 3,5%. Ah, okay. Das ist bei uns jetzt tatsächlich nicht der Kostenfaktor, weil wir eben sehr viel Geld in Betriebsleistung reingeben. Ja. Also das ist ja vielleicht nochmal die Vorlage vielleicht auch für das Thema, was ist denn ÖPNV? Ne? Also ÖPNV ist so ein abstrakter Begriff wie viele andere Themen. Und wenn man sich das bei uns in der Region vorstellt, kann man es mal vielleicht ganz einfach zusammenfassen mit drei Zahlen. Bei uns fahren jeden Tag 170 Züge, fast 1000 Busse und durch 19 Verkehrsunternehmen werden die Leistungen erbracht. Und wir sind eben dafür verantwortlich, die ganzen Leistungen zu planen, das zu organisieren, die Leistungen zu bestellen. Und das Geld zu besorgen, was dann die Verkehrsunternehmen brauchen. Die Verkehrsunternehmen haben dann so 2.500, 3.000 Mitarbeiter, die das machen. Und das sind eigentlich die den ÖPNV machen, im physischen Sinne, also da, wo der Bürger direkt einen Bezugspunkt dann hat. Und wir sind die dahinter stehen und das alles dann organisieren, managen, Geld besorgen müssen, gucken, dass das alles zusammenpasst. Und das ist so unsere Rolle. Und deswegen sind wir vielleicht auch nicht ganz so oft in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich persönlich habe es eben dann auch öfters gemerkt, wenn man sagt, ja, ihr macht doch ÖPNV. Und ich habe es schon sehr oft gemerkt, dass man auch dachte, wir sind die, wo die Busfahrer angestellt sind, die Busse alle selber haben. Das ist in dem Bereich nicht so. Wir haben zwar Fahrzeuge, die wir vermieten, aber das hat einen speziellen Grund, warum wir das haben. Ja, aber gut, dass Sie das erklären, auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. ÖPNV hatten Sie eben noch mal genannt, aber es gibt ja noch viele weitere Dinge und Themenprojekte, um die sich der Regionalverband Großraum Braunschweig kümmert. Hochwasserschutz ist sicher eins von mehreren Themen. Können Sie vielleicht einmal erläutern, wie groß die Bandbreite ist, welche Themen Sie alle haben, damit die Bürgerinnen und Bürger noch näher Vorstellungen bekommen, um sie sich kümmern? Also bei unserer Aufgabe der Regionalplanung befassen wir uns eigentlich mit allen flächenbezogenen Themenfeldern. Das heißt, über die Rolle, dass wir uns Gedanken machen müssen, welche Flächennutzungen in der Region, ob das in der Landschaft ist oder in den Städten, gerade in der Landschaft, welche Auswirkungen haben wir sowohl mit Gewerbeentwicklungsthemen zu tun, mit Sicherung von landwirtschaftlichen Flächen, mit Hochwasserschutz, mit Grundwasserschutzthemen, mit der Sicherung von Flächen für Erholung, für Natur und Landschaft. Wir müssen natürlich auch gucken, wo wir bestimmte Flächen frei halten können, wo Aussiedlungsersatzmaßnahmen stattfinden. Wir müssen die Rohstoffgebiete sichern in der Region, die man ja nicht sieht in aller Regel, weil sie unter der Erde sind dann. Und natürlich sind wir auch für die Verkehrsinfrastruktur, für die überörtliche verantwortlich, dass wir die Trassenkorridore sichern, gucken, wo Hochspannungsleitungen, Umspannwerke entstehen können. Das sind alles so Aufgaben, wo wir mit den auf Antrag, sag ich mal, derjenigen, die es da bauen wollen, festlegen, wo das geht, unter welchen Rahmenbedingungen das geht. Aber eher auf der grundsätzlichen Ebene erstmal zu sagen, dort ist das grundsätzlich möglich, wenn ihr die und die Bedingungen einhaltet. Erst dann kommt ein Unternehmen und geht dann in die Detailplanung und stellt dann einen faktischen Bauantrag oder was Ähnliches. Mit uns wird vorher zu klären sein, wo in der Region welche Infrastrukturen, welche Lösungen, welche Leistungen möglich sind. Leider hat man uns diese Kompetenz beim Thema der Freiflächenphotovoltaik entzogen, dass wir da mitreden können. Da merken wir aber, dass von den Kommunen ein riesiger Beratungsbedarf besteht, auch in unsere Richtung, also ein Rückkopplungsbedarf. Nach welchen Kriterien sollte man denn festlegen, wo machen wir es nicht? Denn der Druck der Investoren ist natürlich immens. Also die Kommunen haben Ihnen die Zuständigkeit sozusagen entzogen? Das Land. Früher war, vor Jahren war es noch so, dass ähnlich wie beim Thema Windenergieplanung und auch in anderen Bereichen wir die Möglichkeit hatten, Vorrangräume festzulegen und sogenannte Vorbehaltsräume, also da, wo man es noch machen kann, aber nicht muss, aber auch Vorrangräume, wo nur das geht oder wo das Priorität hat, diese Nutzung. Und das können wir beim Thema der Freiflächenphotovoltaik nicht mehr machen. Da hat man der Regionalplanung diese Kompetenz entzogen und sie auf die kommunale Ebene runterverlagert, dass das jede Gemeinde dann allein sicher und gegebenenfalls auch schneller machen kann, aber natürlich dann
nicht den Erfahrungshintergrund mitbringt wie wir, wie man diese ganzen Nutzungsinteressen oder Interessen, die man vielleicht haben kann, in Flächennutzung gegeneinander abwägt und dann die vermeintlich beste Lösung oder hoffentlich beste Lösung für die jeweilige Gemeinde findet. Aber entstehen da nicht Unwuchten oder Unausgewogenheiten? Weil Sie haben ja den Gesamtüberblick, wenn man so will. Das finde ich ist ein schönes Beispiel für die Sinnhaftigkeit. Wir sprachen vorhin darüber, regionaler Entscheidungskompetenz. Das Land Niedersachsen hat vorgegeben, ich sage mal ungefähr im Verhältnis ein Viertel zu drei Viertel, ein Viertel Freiflächenvoltaik, Photovoltaik außen, drei Viertel innerhalb schon bebauter Ortslage, also bebaute auf Dächern oder Parkplätzen oder sowas. Ne? In Dörfern und Städten. Die derzeitige Antragstellung ist aber die Umkehrung. Nicht eine Dreiviertel-Eins-Umkehrung in der Freifläche, sondern fast eher eine 90-10-Umkehrung in der Freifläche. Und wenn man das nicht steuert, dann passieren solche Dinge. Und das spricht dafür, dass man, weil natürlich jede Kommune vor Ort hat ein Rieseninteresse, über eine Freiflächenphotovoltaik richtig Geld für ihren maroden Haushalt einzunehmen. Kann ich, das ist das berechtigte Individualinteresse. Es gäbe vielleicht das übergeordnete Interesse der Regionsgestaltung und der sachgerechten Nutzung von Photovoltaik. Und da ist die Photovoltaik innerhalb, so wie es als Zielsetzung der Landesregierung vorgegeben ist, schon eine für die erneuerbare Energie eine sinnvolle Einrichtung. Und da sehen Sie zum Beispiel, Herr Stricker, vorhin über die Frage, wie viel Vorgaben, Politik, Entbürokratisierung, das hat auch seine Nachteile in diesem Fall. Das Land Niedersachsen hat auf eine Steuerung verzichtet, das Land Niedersachsen hat auf eine Steuerung über uns verzichtet, sondern hat gesagt, das entscheiden die Kommunen und Landkreise vor Ort selbst. Und dann passiert auch sowas. Also es ist schon immer ein Spannungsfeld, deswegen auf Ihre Frage, warum verändert sich die Politik, gibt es keine einfache Antwort. Aber das ist mal wieder auf jeden Fall, deswegen greife ich das gerne auf, ein Beispiel dafür, dass eine regionalpolitische Entscheidung viel sinnvoller ist, das kann man jedem erklären und auch sehen, als wenn das auf die unteren Ebenen Landkreis oder Kommune verlagert worden ist. Nehmen wir mal das konkrete Beispiel, weil Sie es mehrfach genannt haben, das Stichwort Hochwasserschutz. Ja. Ich wohne in der Gemeinde Schwülper, wo die Oker ständig oder regelmäßig über die Ufer tritt. Da gibt es auch entsprechende Flächen, die dann geflutet werden. Jetzt ist da gerade ein neues Baugebiet im Entstehen und die Fläche wird versiegelt. Die Anwohner freuen sich, weil es eine hervorragende Straße ist. Es gab einen Nachbarn, der sagte, die wird in 30 Jahren nicht kaputt gehen oder in 50. Aber die Fläche ist versiegelt, es gibt keine Unterwasserreservoirs, nichts. Entscheidet das die Gemeinde vor Ort alleine oder wo fängt bei Ihnen die koordinierende Funktion Hochwasserschutz an? Wo hört das auf? Ich habe kürzlich mit einem Ingenieur aus dem Landkreis Wolfenbüttel gesprochen, der sagte, ihn fragen Studenten, warum immer noch keine Unterwasserreservoirs beispielsweise angelegt werden. Das sei bei ihm vor 30 Jahren im Studium schon Thema gewesen und es hat sich immer noch nichts getan. Was kann und was tut der Regionalverband da konkret bei diesem Thema? Also im Hochwasserschutz, da haben wir tatsächlich im Augenblick eher eine formelle Aufgabe, dass wir die Hochwasserschutzgebiete im Raumausverfahren festlegen. Die sind dann auch in den entsprechenden Planungen der Landkreise, die in den Wasserbehörden dann festgelegt. Also die Überflutungsgebiete. Die Überflutungsgebiete, an die sich dann natürlich bei Baugenehmigungsverfahren und Ähnlichem dann die Genehmigungsbehörde halten muss. Das heißt, in dem von ihm geschilderten Fall wird es sicher so sein, dass es kein offiziell festgesetztes Überschwemmungsgebiet sein kann. Wir merken aber im Augenblick ja alle, dass sich quasi diese Gebiete vermutlich in den nächsten Jahren verändern werden. Die Räume werden sich verändern. Wir arbeiten damit mit 3D-Modellen, mit Geländemodellen und schauen gerade jetzt auch bei Klimabeiwärtsberechnungen, wie kann sich denn Hochwasserrückzugsräume, wie können die sich entwickeln und müssen wir meinetwegen diese Gebiete in ihrer Festsetzung anpassen. Aber Herr Sigusch, wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf, das Thema ist ja im Grunde genommen nicht nur Hochwasserschutz, sondern zugleich auch Klimaschutz. Ja. Denn das Wasser flutet Gebiete, steht da rum, wird da mit großem Aufwand abgeleitet und Monate später, im Frühjahr, im Sommer spätestens, fehlt dieses Wasser wieder. Gehört das nicht auch zum Themenkomplex dazu? Bisher war das im Grunde diese zusammenhängende Betrachtung und die Sicherung von Räumen, wo man meinetwegen Wasser auch auffangen kann, was Sie dann meinen, wie es in Städten jetzt ist, in Bereichen, wo man dann in so einer Art Schwammstadt auch quasi Räume schafft, wo bei Regenwasser sich ein Platz in ein Wasserreservoir verwandeln kann. Soweit sind wir in den ländlichen Bereichen noch nicht. Und es ist natürlich auch da wieder die Frage, dass man erstmal die Zusammenarbeit organisiert und auch dann organisiert, gibt es jemanden, der dann auch mal festlegen kann, in welchen Bereichen, mit welchen Maßnahmen wir gemeinsam arbeiten. Das ist natürlich wieder etwas, wo viele Einzelinteressen aufeinanderstoßen.
ob das nun von verschiedensten Kommunen ist, ob das von Bauherren ist, von Einzelpersonen, ob das von Entwicklern ist, wo man schauen muss tatsächlich, welche Flächen können wir für diese Nutzung auch sichern. Und wir sind dann immer wieder in der... Würden Sie sich das denn wünschen oder wäre das eine Aufgabe, wo Sie sagen, die fällt in unseren Zuständigkeitsbereich so von der Organisation also grundsätzlich hinein? Es ist ein Bereich, an dem wir uns, sag ich mal, rantasten im Augenblick. Wir haben schon von den Landkreisen und Städten so die Aufgabe bekommen, dass wir uns mit dem Thema Klimafolgenanpassung gerade in dem Bereich, also stärkere Hochwasser, gleichzeitig zurückgehendes Grundwasser beschäftigen sollen und auch mit den Landkreisen, die sind da schon in teilweise sehr aktiv, also einige Landkreise sind da echt schon seit Jahren gut unterwegs, versuchen sollen, regionale Lösungen zu finden, wie man Hochwasser besser vorhersagen kann, wo man vielleicht andere Räume sichern kann, wie man das machen kann. Also das, an das Thema gehen wir gerade ran. Wir werden in dem Zusammenhang dann auch darüber sprechen müssen, welche Rolle hat ein Regionalverband, also welcher kann er sinnvollerweise ausfüllen, denn wir haben zum Beispiel keine Aufgaben oder Kompetenzen im Bereich Katastrophenschutz oder Ähnlichem, wo ja diese Themen dann auch auflaufen. Das ist eine Thematik, die auf, ich glaube, auf Landkreisebene irgendwie zu Hause ist. Und da macht es auch dann wenig Sinn, dass wir bestimmte Aufgaben übernehmen, wo dann vielleicht die Institution mehr Kompetenzen hat. Es kann aber trotzdem Sinn machen, dass man guckt, wie kann man das auf einer regionalen Ebene noch besser miteinander verknüpfen. Denn das Wasser macht ja dann in aller Regel nicht an der Landkreisgrenze Halt, sondern fließt weiter. Und an diesen Abstimmungsprozessen sind wir sowohl mit den Landkreisen, mit den Hochwasserpartnerschaften, aber auch mit dem Landesamt dran, zu gucken, wie man da vielleicht die Systeme ein bisschen verbessern, weiterentwickeln kann. Und sind natürlich auch in unserer eigentlichen Kompetenz, dass wir entsprechende Berechnungen durchführen, wie sich meinetwegen bestimmte Räume oder Überflutungsbereiche oder Überschwemmungsbereiche künftig entwickeln könnten. Denn dieses sogenannte HK-100, das Jahrhunderthochwasser, kommt ja jetzt im Augenblick eher öfter wie alle 100 Jahre. Und insofern müssen wir uns da weiterentwickeln. Ist ein Thema, was wir recht frisch auf dem Tisch haben. Ich sage, wir beschäftigen uns damit, aber wir haben noch keine Lösung. Und wir haben auch noch nicht geklärt, wer da künftig welche Aufgaben haben kann. Es gibt aber überall Interesse an dem Thema. Ja, also das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung, wenn wir und andere Leute miteinander unterhalten, dass auf allen Seiten Interesse an dem Thema da ist. Es gibt ja auch Themen, wo nicht alle überall Interesse an dem Thema da ist. Da ist es schwerer, zu Lösungen zu kommen. Aber hier merkt man, dass sowohl die Klimaschutzmanager, die Leute, die sich mit Hochwasser und so beschäftigen, Interesse daran haben, zu Lösungen zu kommen. Wie die aussehen, kann ich vielleicht noch nicht sagen. Sind Sie dann der Organisator, Mittler, der so eine Art runden Tisch oder Arbeitskreis gründet? Oder wie wird so ein Thema vorangetrieben? Wie kann man sich das vorstellen? Es kommt darauf an, ob das Thema auf eine regionale Ebene hochgezogen wird oder ob das ein Landkreis alleine macht. Ich sage mal, bei dem Thema die Klimaschutz... Woran hängt das? Also entscheidet das die Verbandsversammlung? Oder? Nein, das passiert meist, das kommt meist über das Thema aus den Kommunen, wird es an uns herangetragen, ob wir da als Regionalverband eine Rolle mit einnehmen können. Die Zuständigkeit ist ja zunächst mal bei den genau. Und das müsste quasi im Rahmen einer freiwilligen Initiative regional entschieden werden dürfen. Dann würden wir auch Vorschläge machen, aber die Durchsetzung und Umsetzungsmacht, die ist wieder in den Landkreisen. Genau, also wenn auf uns zugegangen wird und wir da Kompetenzen in diesen Themen haben, dann gehen wir da schon damit rein und versuchen auch bestimmte Prozesse oder Projekte zu begleiten oder vielleicht auch das zu organisieren. Wenn es dann in die Richtung geht, dass man sagt, wir kriegen irgendeine Aufgabe, eine richtige, dann wird erstmal zu entscheiden seine Verbandsversammlung, können wir die Aufgabe dauerhaft übernehmen? Können wir da irgendeine Art von Rolle übernehmen? Denn die Rolle ist ja dann in aller Regel wieder mit Personal und Kosten verbunden und vielleicht auch Kompetenzabgabe von den entsprechenden Institutionen, die das vorher hatten. Und da muss man vorher erklärt haben, ist das denn überall auch gewollt? Das erste ist, es ist sinnvoll, das zweite ist, es ist gewollt. Und das dritte ist, dass man dann die entsprechenden Voraussetzungen dafür schaffen werden müssen. Und das hängt meistens dann mit dem Thema Verantwortlichkeit festlegen, wer die hat. Welches Personal brauche ich dafür und welche Sachkosten brauche ich dafür und wo kommt das Geld her? So. Das ist quasi das, was dann hinten folgt und das muss dann politisch entschieden werden. Mhm. Ja, in Vorbereitung befindliche Planung, wo die Windenergie-Vorrangflächen in unserer Region sein werden, dass wir damit dann in die Öffentlichkeit gehen werden, ist eins unserer Themen, mit dem wir uns sehr stark beschäftigen, aber auch im Bereich Energie, bei dem Thema eben wie Infrastrukturen, Netzausbauten, entsprechende Umspannwerke, Vorrangbereiche für Rohstoffabbauten. Das sind Dinge, die uns momentan recht viel beschäftigen und wo wir auch keine Möglichkeit haben, Dinge zu schieben und nicht zu priorisieren, denn da haben wir Fristen. Wenn wir Anträge kriegen zu bestimmten Vorhaben, die Investoren wie Tenet oder sowas machen wollen, dann haben wir eben mit der Antragstellung maximal ein halbes Jahr Zeit, bis die Entscheidung getroffen sein muss. Und wenn dieses halbe Jahr vorbei ist und wir haben keine Entscheidung getroffen, ist die Genehmigung quasi erteilt. Insofern habe ich da relativ wenig Handlungsspielraum, es sei denn, wir lassen es laufen.
Und das würde, glaube ich, die Politik nicht so gut finden. Oder auch die anderen Akteure nicht, die davon betroffen wären. Wir haben natürlich auch noch im Bereich der Weiterentwicklung der Region, sei es im Bereich, wie man mit Erholungsflächen, mit Tourismus und Naherholungsgebieten umgehen will, jetzt nochmal einen Schwerpunkt gesetzt, dass wir nochmal ein neues Naherholungs- und Tourismuskonzept für die Region neu auflegen wollen. Da haben wir einen gewissen Erwartungsdruck von den Tourismusverbänden, weil die neue Unterlagen oder ein neues Konzept brauchen, um Fördermittel für ihre Projekte bei Bund und Land beantragen zu können. Und wir gleichzeitig eben gemerkt haben, dass in den Landkreisen sehr viel passiert, aber so diese übergeordnete Klammer in manchen Bereichen noch fehlt und auch eine Akzeptanz da ist, dass wir als Regionalverband so ein Konzept nochmal für alle gemeinsam erarbeiten. Und arbeiten Sie da auch mit anderen Verbänden zusammen? Es gibt auch die Allianz für die Region, es gibt einen Regionalverband. Dann gibt es da Kooperationen, gemeinsame Interessenlagen. Jetzt, wenn wir das Beispiel Tourismus nehmen. Also wenn wir, klar arbeiten wir mit anderen Instituten, Verbänden zusammen, mit der Allianz für die Region eigentlich relativ wenig, weil wir da kaum Schnittmengen oder Berührungspunkte haben. Sie ist ja eher dann projektorientiert aufgestellt, dass sie sich in Einzelprojekten dann um Themen kümmert, die aber in aller Regel wenig Bezüge zu unseren Aufgaben haben. Das ist eher auch Wirtschaftsförderung. Das ist eher Wirtschaftsstrukturentwicklung. Und in dem Feld haben wir keine Kompetenzen. Ne? Ja, wir haben bewusst gesagt, im Bereich Wirtschaftsstrukturentwicklung halten wir uns mit Ausnahme, dass wir natürlich das Thema Gewerbeflächen im Auge behalten und schauen, wo geht was und wo geht nichts, ein bisschen zurück. Wir sind dort selber Gesellschafter bei der Allianz für Regionen als Regionalverband, sind aber in Projekten eher weniger miteinander verbunden. Da der Fokus, Herr Alswetebrech war ja hier, dann doch ein bisschen stärker auf dem Thema Automobilwirtschaft liegt und wir mehr uns mit anderen Mobilitätsthemen beschäftigen. Wobei ich sagen müssen, wir sind eben diejenigen, die das Thema Mobilitätsplanung, Gestaltung im Sinne, wo hat was stattzufinden, wie kann das passieren, machen und weniger auf der Ebene, wie können wir neue Geschäftsmodelle, Produkte oder ähnliches entwickeln. Das ist nicht unser Geschäft. Insofern ist das, haben wir Kontakte und Austausch, haben aber keine großen Schnittmengen oder Überschneidungen, eigentlich gar keine. Wir arbeiten natürlich mit anderen Planungsverbänden außerhalb unserer Region zusammen. Wir arbeiten mit Institutionen wie den Industrie- und Handelskammern, Umweltverbänden, Landschaftsverbänden, Hochwasserschutzpartnerschaften, alles, was es so in dieser Kategorie unserer Themenfelder gibt, mal mehr, mal weniger zusammen, so wie die Aufgabenschwerpunkte sind. Also auch da ist das Thema Zusammenarbeit mit Institutionen, nenne ich es mal einfach so rum, sehr intensiv. Und natürlich gibt es einen Austausch zwischen den Regionalverbänden in Deutschland. Das, was wir in Niedersachsen relativ einmalig als Konstrukt haben, außer der Region Hannover vielleicht noch mit bestimmten Aufgaben, von der Aufgabenzusammenstellung, gibt es natürlich im Ruhrgebiet, im Main-Neckar-Gebiet oder auch im Stuttgarter Raum, gibt es ähnliche Konstrukte wie uns. Nicht eins zu eins gleich, aber auch Konstruktionen, wo bestimmte Aufgaben in so einem regionalen Verband zusammengefasst wurden. Und da gibt es einen regelmäßigen Austausch, auch so ein bisschen das Thema Erfahrungsaustausch. Welche Erfahrungen habt ihr mit den Planungsprozessen oder auch neuen Themen gemacht? Also der ist schon sehr intensiv und gut und sehr gut sogar. Also das ist schon... Was kann man da positiv für die Region mitnehmen, zum Beispiel von den anderen Regionen? Ist das Thema erneuerbare Energien, Windenergie, nennen Sie von als Stichwort? Ja, das ist nicht so einfach zu beantworten, glaube ich, weil... Die haben eine andere Organisationsstruktur als wir, zur Entscheidungsfindung zu kommen, aber man muss schon sagen, dass sie auch im Kern Institutionen haben, die regionale Akteure zusammenbringen, um eine Entscheidung zu treffen, die dadurch, dass die wichtigen regionalen Akteure sie getroffen haben, dann auch eine Akzeptanz finden in der Region. Das ist, glaube ich, der Kern von regionaler Zusammenarbeit, Rhein-Neckar oder Stuttgarter Region beispielsweise. Und das versuchen wir ja auch hier. Auch stärker seit 2017 durch die Einbindung der HVBs in unsere Entscheidungsfindung. Das ist übrigens der Kern auch von regionaler Entscheidung, dass man, wir haben gelernt in den 30 Jahren unserer Existenz, dass es keinen Sinn macht. Ich bin ja der Politiker, der das aus politischer Sicht sieht. Haben wir die alte Zweigleisigkeit noch und Herr Siegusch ist ja der Chef für die Verwaltung. Und wir haben gelernt in der Politik, dass es keinen Sinn macht, mit knappen Entscheidungen etwas zu beschließen, sondern dass man auch mehr Rückhalt braucht in der Verbandsversammlung, um es dann auch in der Region wirksam werden zu lassen. Und wenn Sie, deswegen würde ich gerne mal die Frage, die Sie gestellt haben, zur Priorisierung aufnehmen. Da ist aus unserer politischen Sicht sind eigentlich zwei Kerndinge immer zu entscheiden, nämlich einerseits einen funktionierenden ÖPNV zu organisieren und auf der anderen Seite über die Raumplanung festzulegen, was Herr Siegusch hat erläutert,
was an welchem Quadratmeter in unserer Region entsteht. Und da ändern sich natürlich die Schwerpunkte in der Arbeit der Verwaltung. Mhm. Beispielsweise, wenn ich das mal für den ÖPNV betrachte, in den letzten Jahren war zum Beispiel auch über Bundes- und Landesprogramme der barrierefreie Ausbau von Bahnhöfen ein ganz wichtiges Ziel unserer Region, dem wir uns auch politisch gewidmet haben, dem wir gesagt haben, Fördermittel abgreifen. Wir wollen, müsste es mich korrigieren, Herr Siegusch weiß das im Detail immer besser als ich, bis 2026 alle 46 Bahnhöfe in der Region Braunschweig barrierefrei ausgebaut haben. Dann haben wir ein ganz, bis 27, 28, also fast alle, bis 26, sagen wir so. Wie viel haben wir schon? 42 von 46, glaube ich, haben wir schon erledigt. Und da machen wir dann auch übrigens schöne Veranstaltungen, um zu sagen, hallo, das waren wir mit Land und Bund und haben hier einen barrierefreien Bahnhof gemacht, wegen der Wahrnehmung. Nur das Interesse daran ist überschaubar und wenn jemand dann wunderschön den barrierefreien Bahnhof nutzen kann, wird er nicht unbedingt erfahren oder spüren oder wissen, dass wir wesentlich daran mitgewirkt haben, zumindest der Initiator waren für diese Umsetzung. Dann gab es im ÖPNV eine ganz wichtige Phase, die ja nie abgeschlossen ist, der Digitalisierung. Also Echtzeitsysteme, die man in manchen Städten, auch nicht überall und auch nicht immer zu 100% in Funktion, in Echtzeit an Bushaltestellen ablesen kann, wann kommt der nächste Bus beispielsweise. Solche Dinge haben wir gemacht. Dann haben wir uns, will ich mal als drittes Beispiel abschließend für den Bereich ÖPNV sagen, uns einem neuen System verpflichtet, dem Flexo-System, das die Mobilität im ländlichen Raum vor allen Dingen lösen soll, indem die sogenannten On-Demand-Verkehre abgefedert werden. Das heißt also, jemand ruft an und sagt, ich will von A nach B und er wird nahezu immer von A nach B gefahren, aber von der Nähe von A abgeholt und in die Nähe, in der Nähe von A abgeholt und in die Nähe von B gebracht. Also ein total zukunftsweisendes System, das aber, wie der gesamte ÖPNV-Bereich, das muss ich auch als Politik nochmal sagen und auch hier das nochmal nutzen, die Forderung entsprechend abzusetzen, unterfinanziert ist. Völlig unterfinanziert ist und Land und Bund, wenn man die Verkehrswende ernst nimmt, viel mehr Geld in den Nahverkehr stecken muss zur Unterstützung. Wir liegen da allen in den Ohren mit, können das auch detailliert vortragen, warum und wieso. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir jetzt zur Zeit Schwierigkeiten haben, das Angebot, was wir vorhalten, ordentlich zu finanzieren. Und jeden Tag fragt uns ein Bürger und sagt, könnt ihr nicht da noch, könnt ihr nicht da noch? Ich sage, nein, können wir nicht, weil das, was wir jetzt schon machen, nicht solide nach einem deutschen Kaufmanns-Gesichtspunkten finanziert ist. Und der zweite Bereich, die Frage der Regionalplanung, da ändern sich natürlich die Schwerpunkte auch immer wieder. Und es gibt viele Details, wie das Herr Siegusch sehr schön geschildert hat. Wir als Politik kümmern uns aber, sage ich mal, dann am Ende um die großen Linien. Zurzeit haben wir uns in diesem Jahr und auch im Jahr davor fast ausschließlich ist es ist nicht ganz korrekt, überwiegend mit der Windenergie befasst, weil das ein ganz sensibles Thema ist, für das wir verantwortlich sind und wo wir eben auch im breiten Konsens, nicht einmütig, aber im breiten Konsens der Mitglieder der Verbandsversammlung entschieden haben, dass wir zum Beispiel 1000 Meter Abstand zur Wohnbebauung haben wollen. Dass wir gesagt haben, wir wollen nur behutsam in den Wald gehen. Wir müssen ja nach Landesgesetz 3,18% unserer Fläche ausweisen, neu bis 2032. Wir werden das auch schaffen. Sind da guten Dinges, dass wir da im Dezember den ersten Beschluss zu fassen werden. Aber solche Rahmenbedingungen, mit denen beschäftigen wir uns schon in der Politik. Und deswegen ist das für uns wichtig, wenn wir dann mit der Windenergie fertig sind, ist wieder so die allgemeine Raumplanung mit all den Facetten, wie sie ja Siegusch genannt hat, wieder mehr von Interesse und Priorität bei uns in der Politik. Aber das ist erstmal für uns ein ganz wichtiges Thema, weil wir die Windenergie, den Windenergieausbau sozialverträglich hinbekommen wollen. Und da sind wir ganz stolz darauf, dass wir diese 1000 Meter Abstand gehalten haben, weil das, glaube ich, ein wesentliches Interesse vieler Menschen ist, nicht die hohen Windenergiemasten 250 Meter zu nah an die Wohnbebauung rankommen zu lassen. Und da bin ich dann auch mal gespannt auf die Diskussion, wo wir dann auch wieder unmittelbare Bürgerkontakte haben werden. Reichlich. Weil das natürlich nicht überall auf Gegenliebe steht. Das ist ganz klar. Ich glaube, ein praktisches Thema ist noch, wo wir also diese steuernde Rolle haben, ist beim Thema der Einzelhandelsentwicklung. Bei großflächigem Einzelhandel haben wir die Steuerungsfunktion für die gesamte Region.
Das heißt, jeglicher Einzelhandel über 800 Quadratmeter Verkaufsfläche, so ist das geregelt, der auch nicht mitten im Ort stattfindet, sondern an den Rändern, was ja vermehrt der Fall ist, da sind wir einzubinden und wir haben dann mit zu entscheiden, ob das geht, ob das nicht geht, unter welchen Rahmenbedingungen das geht. Hat primär das Ziel, dass wir schauen müssen, dass wir nicht, ich sag jetzt mal, in jeder Gemeinde, in jeder kleinen Stadt so viel Einzelnen haben, dass sie sich gegenseitig quasi kannibalisieren und wir dann irgendwann gar nicht mehr haben, sondern dass man das schaut, dass es eine halbwegs verträgliche Gesamtverkaufsflächenzahl in der Region ist und man natürlich da auch wieder so ein bisschen schauen muss, dass jeder das an Angeboten haben soll, was auch für seine Bewohnerschaft dann angemessen und ausreichend ist und nicht so viel schafft, dass man, ich sage jetzt mal, 5 Gemeinden rumherum noch mitversorgen kann und möchte, was dann jede Gemeinde natürlich genauso machen möchte. Und dann haben wir dann irgendwo das 5-fache an dem, was tatsächlich auch wirtschaftlich betrieben werden kann. Und das ist so eine Rolle, die wir haben, wo wir auch nicht immer der gern gesehene Gast in den Gemeinden sind, weil natürlich eine Kommune auch gerne dann sagt, oh Mensch, jetzt gibt es einen Investor, der möchte hier einen ganz großen Supermarkt bauen bei mir mit so und so viel 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche, wo wir sagen, also das und das sind Möglichkeiten, die bei dir in der Gemeinde bestehen. Du hast schon das und das an Handel. Wenn du das gehst, dann ist es auch im Grunde genommen nicht mehr verträglich für den Gesamtraum. Oder sag mal, du schwächst vielleicht dein eigenes Stadtteilzentrum, wenn du noch eins hast. Das sind alles Fragen, mit denen wir dann quasi auch auf die kommunale Ebene zugehen und natürlich nicht immer mit offenen Armen empfangen werden, wenn wir mit der Botschaft kommen. Also ganz so einfach geht das nicht. Ne? Ja, aber Schwächung von Stadtteilen heißt ja auch mögliche Schwächung von kleineren Einzelhändlern, ne? Nach denen sich ja die Leute selbstverständlich sehen, nach den kleinen Geschäften. Richtig, man sehnt sich danach und trotzdem ist natürlich dann immer, wenn jemand einem dann erklärt, wie toll dann eine Ansiedlung von dem und dem Investor in der Lage ist, und meist ist es heute nochmal an den Rändern der Gemeinden, hat das Auswirkungen und diese Auswirkungen lassen wir uns. Also das ist unsere Rolle, dass wir uns das von der Gemeinde dann oder von dem Investor nachweisen lassen, welche Auswirkungen das auf die bestehende Handelsinfrastruktur hat, also die kleinen Händler und die mittelgroßen, die dann da sind. Und dann im Grunde nach bestimmten Kriterien, die auch von Landesseite vorgegeben sind, entscheiden, geht das in der Dimension, geht es nicht oder unter welchen Randbedingungen geht was. Ne? So, das ist dann unsere Rolle, die wir haben. Das ist auch nichts, wo man jeden Tag dann positiv in der Zeitung steht, wenn wir mal in der Zeitung stehen. Also wenn wir da mal in der Zeitung stehen, dann ist es eher dann mit der Botschaft, Regionalverband verhindert eine wie auch immer gewollte Entwicklung, aber damit müssen wir dann auch umgehen können. Ne? Wenn wir gerade beim Stichwort Wirtschaft sind, uns die gesamtwirtschaftliche Lage mal anschauen, in Deutschland, aber speziell in unserer Region, der Automobilindustrie geht es nicht so gut. Die Schlagzeilen gehen hoch und runter. Es gibt Sondersendungen dazu, heute auch im Öffentlich-Rechtlichen zum Thema Volkswagen in der Krise. Wie sehr sorgt Sie als Verbandsvertreter der wirtschaftliche Abschwung und welche Auswirkungen hat das auf Ihre Entwicklung oder die Entwicklung Ihrer Arbeit? Ja, das betrifft natürlich die ganze Region. Wir sind nun mal geprägt durch VW. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, die Umlandgemeinden von Volkswagen werden, wenn der Personalabbau bei VW stattfindet, allein schon die Ankündigung vom Personalabbau reicht ja aus, dass man über die Ausweisung neuer Baugebiete nicht nachdenken muss, weil der Zuzug ja nicht mehr stattfinden wird. Das ist schon ein Problem, aber man darf auch die aktuelle Diskussion nicht dazu nutzen, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Denn ich will auch die historische Dimension nochmal sagen, wir hatten vor 30 Jahren eine Krise, wo es um die Existenz von Volkswagen ging, 92, 93, mit der Einführung der 4-Tage-Woche, dem Personalabbau von 10% der Belegschaft. Waren Sie da noch bei VW beschäftigt? Ja, da war ich bei VW noch beschäftigt und erinnere mich sehr gut, wie wir in Salzgitter 10% des Personals abgebaut haben. Und wir haben jetzt mindestens wieder so eine solche Situation. Sie ist vielleicht noch schärfer als vor 30 Jahren. Das können wir aber als Außenstehende nicht einschätzen, behaupte ich mal. Und deswegen springe ich auch nicht auf jeden Kommentar, den man jetzt gerade liest, mit dem Ende der Welt an die Wand geworfen, was bei VW passiert. VW hat eine DNA, aus Krisen gestärkt hervorzugehen. Das ist keine Garantie für die Zukunft. Das muss auch nicht jedes Mal gelingen. Das ist aber die DNA von VW. Und darüber sind wir ganz stolz in der Region auch. Und ich hoffe, dass es auch diesmal gelingt. Dennoch muss man sich kurzfristig darauf einstellen, dass die Haushaltssituation in allen Kommunen, also auch bei uns, enger wird. Wir können nicht mehr so einfach sagen, Mensch,
Da geben wir mal eine Million obendrauf, um noch mehr Verkehr anzubieten für die Menschen, was wir uns wünschen. Sondern wir müssen mal mindestens eine Atempause machen, wenn nicht sogar einen Schritt zurückgehen. Was das konkret für die Region bedeutet, werden wir in einem Jahr gut ermessen können. Ich bin der Optimist. Ich glaube, dass es schon Abstriche sind. Die kommunalen Haushalte das nur schwer auffangen können. Die hohen Verschuldungen, die ja vor der Tür stehen. Ob das in naher Zukunft wieder abgebaut werden kann, würde ich auch ein großes Fragezeichen dran setzen. Aber erstmal heißt das für uns, dass wir keine großartigen Zukunftsversprechungen machen können angesichts der Situation, weil wir alle in der Region von der Situation von VW und der dadurch nachgelagerten Betriebe in unseren Einnahmen abhängig sind. Ich glaube, dass so ein Zeitraum Konstanz, ich hoffe, es wird nicht so zu rigorosen Sparmaßnahmen kommen im kommunalen Bereich, auch bei uns, ja auch etwas ist, nochmal über die eigene Situation, die Wünsche, die Ansprüche und die Realisierbarkeit über den Staat auch stärker nachgedacht wird, weil das ist auch mal sinnvoll, da mal eine Pause zu machen, zu gucken, was wünschen sich Bürger, was wollen Bürger, was wünschen sich Politikerinnen, was können Politikerinnen beschließen in Haushalten, dass wir darüber mal auch neu miteinander reden, wie wir eigentlich öffentliches Geld einsetzen, wofür. Also für mich hat es jetzt als, ich sag mal so, ich muss ja nochmal den kleinen Schwenk zurückgeben, wenn der Danke mal sagt, Chef der Verwaltung. Nee, ich bin so eine Art Hauptgeschäftsführer. Wir sind keine Verwaltung. Ich fremde immer mit dem Begriff Verwaltung, wenn die Politik immer sagt, wir verwalten nicht, wir gestalten die Region. Ich habe kaum Leute, die auch einen Verwaltungshintergrund haben. Wir haben fast alles, diese 80 Leute, die Sie vorhin ansprachen, das sind alles hochqualifizierte Ingenieure, Juristen, Verkehrswissenschaftler, alles sowas, die bei uns arbeiten. Also wir sind schon dabei mit dem Anspruch, auch was weiterzuentwickeln, sind natürlich trotzdem öffentlich getragen, insofern formal eine Verwaltung. Aber ja, das ist immer so ein Punkt, ja, wo ich immer noch mal ansprechen muss. Für uns wo ich dir aber immer recht gebe und sage, formal bist du formal. Ich erlebe unsere 80 Beschäftigte auch anders, die wollen gestalten. Ja, genau, das ist auch richtig und wichtig und schön. Also wir haben nämlich tatsächlich viele Mitarbeiter bei uns, sind irgendwie auch so intrinsisch motiviert, an den Themen zu arbeiten, an Nachhalt der Mobilität oder auch an Nachhalt der Entwicklung der Region. Also die gehen auch mit einem gewissen Idealismus an die Arbeit ran und sind natürlich gerade jetzt in der Situation, und das ist, glaube ich, der Schwenk zu der Situation, die Sie bei VW beschrieben haben. Die unmittelbare Auswirkung wird ja für uns sein, wenn weniger Geld in den kommunalen Haushalten rankommt, steht gegebenenfalls auch weniger Geld für den öffentlichen Personennahverkehr zur Verfügung. Und da müssen wir gucken, wie wir damit umgehen, was wir von den Kommunen noch an Mitteln bekommen. Das Gesamtsystem Bus kostet über 100 Millionen Euro im Jahr. Das wird ausschließlich über die Kommunen finanziert, über die verschiedensten Töpfe und Verträge, die wir mit denen haben. Und wenn da eben ein paar Millionen fehlen, dann hat das Auswirkungen. Die kann man ja vielleicht ein Jahr kompensieren. An der Kompensation sind wir schon dran. Aber irgendwann werden wir uns auch mit der Frage beschäftigen müssen, was können wir noch im Grunde ein Angebot leisten, denn die Verkehrsunternehmen müssen ja ihr Personal, ihre Technik, ihre Themen bezahlen und stehen eigentlich noch vor der Herausforderung, dass wir auch im ÖPNV-Bereich analog der Diskussion in der Automobilindustrie, und das ist so ein Thema, was mich immer ein bisschen auf die Palme bringt, über Prämien, über sonstige Dinge gesprochen wird. Wir haben die gleichen Auflagen. Im ÖPNV muss auch der Busverkehr umgestellt werden auf klimaneutrale Antriebe. 50% der Flotten müssen jetzt schon bei Neuausschreibungen so angeschafft werden, ab 31 noch viel mehr. Wir stellen im Schienenpersonennahverkehr auf batterieelektrische Züge um. Das sind Investitionen mit dem Infrastrukturausbau in den nächsten Jahren für uns in der Region bei dem einen Netz von zwischen 500 Millionen und einer Milliarde, die wir gerade anschieben an Planungen und an Investitionen. Die machen wir nicht selber, aber die bereiten wir vor. Und das sind wieder Dinge, da muss das Geld da sein, sonst geht das nicht. Aber wir sind mit dem ÖPNV fliegen wir so ein bisschen unter dem Radar in der Wahrnehmung. Das ärgert mich, kann es aber nicht ändern. Ich habe leider nicht die Marketingbudgets dafür, um für unsere Arbeit zu werben, aber das ist nun so. Und eine andere Dimension, die natürlich mit dieser jetzigen Situation in der Region einhergeht, ist die Frage, mit der wir uns auch beschäftigen werden, welche Auswirkungen hat das auf die Weiterentwicklung von Wirtschafts- und Gewerbeflächen? Also sprich, das eine ist ja, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle was nicht mehr benötigt werden würde, was man nicht unbedingt will. Trotzdem müssen wir auch schauen, wie entwickelt sich die Wirtschaftsstruktur der Region dahingehend weiter, dass vielleicht auch andere Branchen
andere Arbeitsplätze sich hier einsiedeln wollen oder man im Grunde genommen Initiativen ergreift, auf Ebene der Städte und Landkreise sich Einsiedlung vorzunehmen. Wo wir natürlich schauen müssen, welche Auswirkungen das wieder auf das Thema Gewerbeflächen. Wie können wir da unterstützen? Wo sind auch Grenzen? Wie kommen wir da aber in eine Situation rein, dass man nicht erst anfängt, sich Gedanken zu machen, wenn ein Investor vor der Tür steht? Das sind Fragen, wo wir mit Sicherheit als Regionalverband uns auch wieder mit mehr beschäftigen müssen. Das war in den letzten Jahren ein bisschen mehr zugunsten von Natur- und Landschaftsthemen und Klimafolgenthemen und Energiethemen in dem Bereich jetzt eine Schwerpunktsetzung. Ich glaube aber, wenn die Diskussion weitergeht und man weiß, wo sich bestimmte Entwicklungen hinentwickeln werden oder wie auch die wirtschaftsstrukturelle Strategie der Region ist, wo wir mit Sicherheit auch irgendwo mit dran arbeiten werden, so aussieht, dann wird es ja auch letztendlich um das Thema Fläche gehen, Infrastrukturen, Voraussetzungen schaffen und spätestens da sind wir wieder mit dem Boot. Das Stichwort Gestalten kann man ja nicht nur im beruflichen Umfeld, sondern auch im ehrenamtlichen Bereich. Ich bin selbst begeisterter Ehrenamtler, nicht nur als TV38-Trägervereinschef. Herr Tanke, schauen wir mal auf Sie, sind ja auch vielseitig interessiert, engagiert, ehrenamtlich unterwegs. Unter anderem waren Sie Vorsitzender eines Sportvereins, haben damit Erfahrung gesammelt, Vorsitzender des Elternrates. Bis heute bringen Sie sich in die SPD ein, der Sie seit 1977 Mitglied sind. Waren auch in Ihrem Heimatort Hillerse Begründer, Mitbegründer von internationalen Dörferpartnerschaften mit Orten in Frankreich und England. Also es ist schon eine Vielseitigkeit, die es im ehrenamtlichen Bereich dann für Sie gibt. Was treibt Sie dazu an, so engagiert zu sein? Also ich bin ein geselliger Typ. Ich liebe die Nähe zu Menschen, ich liebe den Austausch. Ich glaube, dass man über seinen Tellerrand immer hinaus gucken muss. Deswegen auch diese Partnerschaft, die mir sehr am Herzen lag, weil ich glaube, es total wichtig ist, dass vor allen Dingen Jugendliche mal erleben können, dass es außer ihrem behüteten Zuhause noch ganz andere Welten gibt. Weil das ist die Offenheit, die wir auch brauchen in Deutschland als exportorientiertes Land für unseren Wohlstand, diese Weltoffenheit mitzuschaffen. Das war mir immer wichtig, dass man, auch wenn ich in Hillerse geboren bin, wie ich gern sage, in Hillerse aufgewachsen bin, in Hillerse verheiratet bin, glücklich in Hillerse lebe, muss man schon gucken, was passiert außerhalb der Welt und so weiter. Und das hat mich immer interessiert. Und so am Ende meiner politischen Aktivitäten bin ich jetzt nur noch, in Anführungsstrichen, ehrenamtlich Vorsitzender des Regionalverbandes als politischer Repräsentant des Verbandes. Und auch hier ist es schön, einen Interessensausgleich zu organisieren. Ich habe ganz früh schon als Jugendlicher gelernt, dass man die eigenen Interessen in die Hand nehmen muss und gucken muss, mit welchen Verbündeten man eine Verbesserung seiner Lebenssituation herbeiführen kann. Das trifft dann als Jugendlicher, als 18-Jähriger, 16-Jähriger in Hillerse auf mich zu und das trifft dann auf größere Gruppen auch zu. Das ist Demokratie, sich zu engagieren, zu sagen, was man will und kompromissbereit zu sein. Weil nur mit Kompromissen kommen wir voran, das hat der Sigusch ja auch an mehreren Stellen gesagt, dass es ganz unterschiedliche Interessenslagen gibt, die zum Ausgleich geführt werden müssen. Und das ist nochmal das Schöne für mich als Vorsitzender des Regionalverbands, dass wir hier die Interessen von drei großen Städten und fünf Landkreisen unter einen Hut bringen müssen. Am Ende, wie in der Erziehung, entscheiden mal die Eltern, auch wenn die Kinder es nicht akzeptieren, nach einstündiger Diskussion alles erlebt. Und so ist es auch hier, dass wenn natürlich am Ende es nicht zu konsensualen Lösungen kommt, immer eine Entscheidung stehen muss in der Demokratie. Und für regionalpolitische Themen sind wir die Entscheider, Herr Sigusch in der Vorbereitung der Verwaltung, mit schönen Vorlagen, die wir dann mit Freude in der Politik beschließen. Oder auch indem wir sagen, Mensch Ralf, in die Richtung würden wir gerne mal gehen. Kannst du meine Vorlage dazu entsprechend vorbereiten, dass wir das so entscheiden können? Also dieser Versuch des regionalen Interessensausgleichs zu organisieren, das macht mir nach wie vor Spaß. Und deswegen bin ich auch mit Leidenschaft weiter gern dabei. Ja, spannend. Herr Sigusch, Herr Tanke, haben wir jetzt schon einiges gehört, was er in seiner Freizeit macht, im Ehrenamt macht. Was machen Sie denn gerne, wenn Sie mal Zeit haben und nicht als Verbandsdirektor unterwegs sind? Ja, also ich bin ein leidenschaftlicher Freund, dass ich mit meiner Frau zusammen mit Fahrradtouren im Umfeld in der Region, wo wir wohnen ja in Fallersleben, dann in Richtung Tankumsee, Allersee, an der Aller langfahren, fahren gerne in Harz, wandern mit dem Hund. Also ich bin dann schon so eher ein bisschen in der Natur unterwegs, auch ein bisschen runterzukommen bei bestimmten Themen. Reise sehr gern
und genieße tatsächlich dann auch dann die sag mal, im Rahmen von Freunden so ein bisschen die ruhigen Wochenenden oder die Tage, die man dann hat. Also ich glaube, ich bin dann in der Woche schon sehr stark eingebunden bei vielen Themen, aber trotzdem noch in der Rolle und der Funktion. Deswegen macht mir das auch ganz, ganz viel Spaß beim Regionalverband in der Situation, dass man doch nicht am Wochenende so viel Verpflichtungen hat in der Funktion, dass man unterwegs ist. Da kommt man schon mal ein bisschen runter und kann sich ein bisschen mal in Kurzurlauben oder in, wie gesagt, in Radtouren, mit Biobike im Übrigen, sagt man heute Neudeutsch, ne? noch bewegt. Also insofern gucken wir schon, dass wir draußen in der Natur unterwegs sind. Ein Biobike ist eins ohne Motor, ja? Genau so. Also wusste das selber auch nicht, aber bist du mit einem Biobike da? Ich sage, was ist denn ein Biobike? Ja, ohne Motor. Ich sage, ja, ich habe den, solange das noch mit der Muskelkraft geht. Genau. Ich habe auch eins, den Begriff werde ich zukünftig auch verwenden. Ja. Ja. Also, war mir auch mal, hat sie mir bisher verschwiegen. Ehrlich, ja. Also, und haben Sie ein Lieblingsreiseziel? Nein. Also ich glaube, ich bin jemand, der sehr variabel ist oder interessiert ist oder neugierig ist, mal wieder was Neues zu entdecken. Insofern habe ich gemerkt, dass man in den letzten Jahren sehr viel so auf Kurzurlaube bis zu Tagestrips oder 2-3 Tagestrips sich so stark konzentriert hat, um möglichst viel da mal zu erleben, zu sehen. Also ich bin kein Mensch, der den ganzen Tag am Strand liegen kann oder sowas. Es ist mir ein Horror, mehr wie eine Stunde irgendwo am Strand zu liegen. Ich muss irgendwas machen, mir irgendwas angucken, ein bisschen aktiv sein dabei, ohne es zu übertreiben, muss ich dazu sagen. Also das soll schon irgendwie erstmal Spaß machen. Und glücklicherweise in der Situation, dass das meine Frau genauso sieht und wir da immer, glaube ich, ganz gut an den Wochenenden und der freien Zeit unterwegs sind. Da können Sie Herrn Baerbock vielleicht im Anschluss an das Gespräch noch ein paar Tipps geben. Der macht das ähnlich. Ja, genau. Ja. Ja, gut unterwegs. Ja, genau. Ja, ja. Wir wollen ja lange im Ehrenamt zum Beispiel bleiben, ne? Da Tiefe 38 machen. Genau. Ja, ja. Und vieles mehr. Damit geht unser Entscheider-Talk zu Ende. Herr Tanke, Herr Sigusch, klasse, dass Sie hier waren und dass Sie uns vor allen Dingen den Regionalverband Großraum Braunschweig näher gebracht haben. Ne? Das wollen wir immer wieder benutzen, weil vieles ist Menschen vor Ort nicht immer so klar. Das haben Sie auch begründet, warum, ne? Auch mit dieser mittelbaren Funktion. Auf jeden Fall alles Gute für Sie und Ihr Team und bis irgendwann wieder hier bei uns im Bürgerfernsehen TV 38. Sehr gern. Sehr gern. Vielen Dank, dass Sie die Möglichkeit hatten, uns mal hier vorzustellen. Ja, auch von mir ein herzliches Dank für Ihren Besuch. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank fürs Einschalten und Dabeisein. Und bis zum nächsten Mal beim nächsten TV 38 Entscheider Talk. Machen Sie es gut.